Ja, ich weiß noch nicht mal, was ich sagen soll, aber ich drück ja schon drauf. Japan-Tag! Ja, wir dieses Jahr... Ja. Hallo und herzlich willkommen zu dem Vlog vom Japan-Tag 2016. Ich sollte ein bisschen weiter von der Box weggehen, sonst kriege ich hier wieder YouTube-Sperrung. Die tanzen schon gut ab. Okay, Leute, momentan wettermäßig ist ein bisschen bewölkt, aber sieht trotzdem ganz gut aus. Ich hoffe mal, dass heute nicht regnen sollte. Wie man sieht, hier ist noch ganz gut leer, sage ich mal. Im Gegensatz zu wie man sonst hier am Tag kennt, ist er mega voll. Wir bleiben natürlich heute auch wieder bis zum Feuerwerk, ja. Guck mal, WDR hat da sogar schon aufgebaut. Und die übertragen das ja immer live, finde ich nämlich voll geil. Feuerwerk wird übrigens, da hinten sein, auf der Rheinuferseite. Werde ich auch noch ein bisschen filmen. Spiegelreflex habe ich auch dabei, mal nur ein paar Fotos und bla bla bla. Leute laufen wieder ins Video. Nein, und mal gucken, was es heute gibt. Also ich denke mal, geht heute ganz gut ab. Komm, jetzt stehst du schon so hier. Was erwartest du heute von dir? Wärme. Wärme. Ey, ohne Scheiß, ich habe heute geguckt, 24 Grad soll es heute werden. Also, hey, besser als letztes Jahr, da wurde man klitschnass. Letztes Jahr war es aber geil, wir haben uns wirklich so unter eine Decke gepackt. Mein ganzer Rücken war nass. Also. Ja, ja, mein komplettes Cosplay war vollgesogen. Tja, nee, wir gucken mal heute und ja. Ich hab meinen geilen Neko-Hut mittlerweile auf, die Melone. Wir sind jetzt hier die Free Hugs. Und versuchen irgendwie durch diese Menschenmasse da zu kommen, weil wir ein paar Fotos machen wollen. Warum müssen wir durch die Menschenmasse, ey? Besser wäre. Ja, oh. Boah, Japan da ist einfach viel zu überfüllt, ey. Das ist nämlich das Leben. Ja, klar. Servus. Alle mit Hallo sagen. Ja, jede fremde Leute laufen hier rein, machen Hallo. Ja, langsam kommen wir auch natürlich hier voran. Da. Und was mir so unterwegs aufgefallen ist, das sind vom Japan-Tag, die Dixie-Klo. Aber die haben viel weniger als wie letztes Jahr, ey. Warum? Ich meine, noch muss man sich nicht anstellen. Nachher wird es wahrscheinlich so sein, bis zum Feuerwerk hin, wenn das Ding hier noch mehr überfüllt ist. Noch mehr Leute, noch mehr Menschen, noch mehr Cosplayer. Da wird das wahrscheinlich richtig, der kann sich hier anstellen. Ja. Ach so, was ich auch noch sagen wollte, wenn ihr das Video jetzt seht, ja, logischerweise kommt das später online, aber heute Morgen um 10 Uhr ist schon das Vlog von der Hanami online gegangen. Also wer es noch nicht gesehen hat, kann es sehen. Wir laufen noch irgendwo da vorne weiterhin zu so einem Schiff-Dings. Keine Ahnung, um halt Bilder zu machen. Leute, ohne Scheiße, ich bin gerade unterwegs. Ich muss das gerade mit der Spiegelreflex fotografieren, weil ich gerade Fotos mache. Ey, guckt euch diese Menschenmasse einfach an. Guckt ihr das an, ey. Von hier hinten ist das ein ganz andere, sieht das ganz anders aus als wie normal. Ich würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen unscharf sein. Man hört mich jetzt wahrscheinlich auch mega kacke, weil ich das interne Mikrofon der Spiegelreflex nehmen muss. Weil ich dooferweise meine Videokamera im Camp-Dings da gelassen habe. Wir machen jetzt gerade noch Fotos hier mit Evan Cosplay und Dream Life. Die müssen sich da hinten irgendwann fertig machen. Da irgendwo, keine Ahnung. So, wie man sieht, eigentlich sehr wenig los, ja. Noch alles schön übersichtlich. Ne, wir haben jetzt halt Bilder gemacht. Wir suchen jetzt erstmal, wo wir überhaupt unseren Platz haben, weil mittlerweile ist das hier fast unmöglich. Aber die Free Hugs Meile hier, ohne Scheiß, ist auch jetzt lang gewachsen, ziemlich lang. Mal gucken, was wir sonst noch so hier finden. Ich werde auch gleich nochmal versuchen, einen Livestream zu machen, wenn das Internet hier ein bisschen besser sein sollte. Ich habe nämlich dooferweise mein Handy beim unserem Sitzplatz liegen gelassen. Voll geil, ey. Laufe ich auf Japan-Tag rum ohne Handy. Das Praktische ist ja, um unseren Platz zu finden, man muss einfach nur ganz viele Decken finden, wo keine Sau drauf sitzt, weil das ist nämlich unser Platz. Weil wir haben nämlich mehr Decken mitgenommen, als wie man nämlich Leute sind. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal hier durch die Free Hugs mal. Oh, lol, die ist aufgerissen. Da kann ich durch. Voll geil. So, irgendwo hier sind wir. Ich habe unseren Platz wieder gefunden, ja. Guck mal, da sind wir. Okay, das hat nur recht lang gedauert. Aber es ging, Leute. Und Scheiß extrahiert wieder. Das GEMA-Mucke, ey. Muss ich rausschneiden. So, Markus war voll netterweise, hat er gerade GEMA-freie Mucke angemacht, damit ich das Video natürlich auch auf YouTube veröffentlichen kann. Wer es gesehen hat, vorhin, ja, das Video kommt ja eh später raus, später online.
Livestream gemacht, 4 Minuten lang Bullshit gelabert, den sogar die Leute angeguckt haben. Hier kann ich kurz mal zeigen, wir haben hier uns sehr schön Platz rausgesucht. Also da. Da hinten noch. Da steht die Anlage, da ist Möcke. Das war doch der, wo letztes Jahr, wo jeder hier gefallen wurde, auf einmal dieses Fuck off vom Handy. Wir haben jetzt. Ja, Möcke ist dabei. Ja, genau. Ach, das war dein Handy! Das war mein Handy! Ja, auf jeden Fall. Leute, ich weiß ja, was ich nicht verstehe. Hier, die Laternen sind hier durchgemacht. 142 und da haben wir. Die Leute sagen zu mir, ja, wo sind die durchnummeriert? Ja, das sieht man. Auf jeden Fall, nächstes Jahr werden wir dann auch wieder hier sein. Geht ganz schön ab und Free Hugs, mein. Die ist wieder kleiner geworden, ohne Scheiße. Ey. Das ist manchmal voll schwer, die Kamera stillzuhalten mit diesem optischen Bildstabilisator. Schon ein paar coole Leute hier getroffen. Das Geile ist, nachher, ich treffe mal wieder eine der geilsten Cosplayerinnen, nämlich Sumari Cosplay. Wir haben eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Sie schafft es heute auf den Japan-Tag zu kommen. Da freue ich mich schon mega drauf. Aber wahrscheinlich ohne Cosplay, die muss ich nachher unbedingt mit ins Video reinnehmen. Hier gibt es eine neue Folge von Cosplayer, die unbedingt ins Vlog mit rein müssen. Also, bis dann. Jetzt haben wir mal hier wieder Sumari Cosplay. Wir haben uns seit fast. Eine Rentnerin. Wir haben uns seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, weil die Olle nie auf Cons kommt. Ja. Nein, hat halt so nett so geklappt. Aber jetzt ist sie hier, ja. Ja, Vertrag. Hier, Klobürsten Convention. Was? Klobürsten Convention. Oh, jetzt mal. Da. Da ist es. 18.19. Nordpark. Da. Die erste DKC Klobürsten Convention. Kannst vorbeikommen, wenn du willst. Immer den gelben Karten folgen. Ah! Ey, der schmeißt schon wieder mit Karten um sich. Du musst dein geiles Ding zeigen. Das hat, ohne Scheiß, das hat auch der Benny mitgehabt auf der Dokumi. Hat er von mir gehabt. Die Idee war von mir. Übrigens, ich hab dir das wieder geflickt, weil auf der Dokumi, ich hab damit ein bisschen rumgespielt. Ach, du warst ja, ich war zu brutal mit dem Ding da. So, jetzt nochmal Mikro erstmal einschalten. Ne, Feuerwerk ist jetzt rum, war mega geil. Das war der Knaller. Das war der Knaller. Schlug ein wie eine Bombe, ey. Ja, Tag, nicht. Was habt ihr davon gehalten, hier, Frischi? Ohne Worte. Die sieht man gar nicht. Du kannst nicht reden. Hier ist aber die ganze Truppe hier. Penis. Ja, Penis, genau. Penis! Ihr war voll geil, ey. Helga! Alter, ey, die völlig haben wir ausrasten. Nee, wir warten jetzt hier noch ein bisschen, bis die ganze Menschenmasse weg ist, weil man kommt ja hin mit dem Auto weg. Und nächstes Jahr jedenfalls wieder, werde ich wieder übrigens eine Facebook-Gruppe machen, damit man sich hier so ein bisschen sammeln kann. Und ich würde mal sagen, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut!